Genau, also hi von meiner Seite. Ich bin die Julia, also Gründerin von Learny, eines relativ jungen Startups und bin 19, habe während der Schule gegründet und werde weniger über Marketing reden, sondern eher über die Gründungsstory, über die persönliche Story und über mein Startup. Das Thema dazu ist Gründen, ist keine Frage des Alters, sondern des Mutes. Ist immer ein super Thema in Österreich, weil genauso wie bei Marketing ist Österreich das super bezüglich jungen Gründern. Eher konservativ, also ein bisschen dazu. So, worüber geht es in meinem Talk? Also es geht einerseits um Learny, also meinem Startup oder unser Startup. Also wie entstand die Idee, was machen wir, wo geht es hin? Dann über die Zukunft des personalisierten Lernens, also jenes Thema, die Basis unseres Startups. Wo liegen da die Trends, wo ist das Potenzial, wie ist es aktuell? Und um den Reiz zum Gründen. Also warum gründet man während der Schule oder warum gründet man generell? Und warum ist es oft eine Frage des Glaubens und eher des Gedanken des Veränderungs, als eher ein Unternehmen zu gründen? So, kurz zu mir und wie eigentlich relativ zufällig eine Gründerin aus mir wurde. Also ich habe bis 17 Leistungssport betrieben, war in der Lise Brocker Privatschule, also einer Leistungssportschule, wo hauptsächlich Dominik Thiem oder Admira, Fußballer, herkommen. Also habe null Wirtschaftshintergrund, habe dann aufgehört und wollte mich dann eigentlich für eine Auslandsuni bewerben. Habe dann Sprachreisen gesucht, Sprachkurse und TOEFL-Zertifikat. Und das Thema dabei war, dass es einfach super schwierig war, die Dinge zu finden und vor allem die Preise zu vergleichen, einfach die Fakten zu vergleichen, die Vorteile zu vergleichen. Also da habe ich wirklich die Excel-Tabelle hergenommen, habe mir die jeweiligen Dinge rausgeschrieben über Tage und Wochen und dann einfach festgestellt, okay, das könnte es sein. War dann aber am Ende des Tages nicht super glücklich über dieses Angebot, was ich eigentlich ausgewählt habe. Und dann war eben die Idee, okay, es gibt unzählige Plattformen, wo man Socken vergleichen kann, Dinge vergleichen kann, Sneakers bestellen kann oder Essen bestellen kann, aber es gibt keine App oder keine Plattform, wo man Bildungsangebote super einfach vergleichen und buchen kann. Und so ist eben die Idee entstanden, die Plattform zu bauen, wo man alle Bildungsangebote, zuerst im deutschsprachigen Raum, später weltweit, wäre unser Ziel, vergleichen kann. Und wo ich den Support habe, wo mich die Plattform besser kennt, als ich mich eigentlich selbst. Also wo es wirklich personalisiert abläuft. So, wie ist jetzt unsere Mission genau? Also unsere Mission ist es, die weltgrößte Bildungssuchmaschine zu werden, die hilft, die passende Bildung aufgrund eines persönlichen Levels, an Erfahrungen, Jobs, Interessen und Lernverhalten zu finden. So, wie läuft Bildungssuche heute? Also die meisten von euch machen wahrscheinlich ständig oder zumindest einmal im Jahr oder zweimal im Jahr Weiterbildungen oder konsumieren in irgendeiner Art und Weise Bildung. Sei es durch Videos, durch Bücher, durch Online-Kurse oder durch Offline-Kurse. So, der typische Kanal eigentlich, um die Dinge zu finden, ist Google. Google läuft so ab, man gibt den jeweiligen Begriff ein, findet da gefühlt 1000 Angebote. Die ersten 5 sind sowieso jede, die am meisten dafür zahlen. Und den Rest kann man auf die Seiten aufmachen und die Angebote vergleichen. Vergleichen ist leichter geredet als getan, weil einfach die Angebote wirklich von 5 auf 4 Seiten bis zu 2 Sätzen gehen. Also die Vergleichbarkeit ist super schlecht und super langwierig. Dann gibt es relativ viele Plattformen eigentlich, die um 2000, 2005 gegründet wurden, die sich Bildungssuchmaschinen nennen, jedoch sehr, sehr kompliziert und old-fashioned sind. Und die listen die jeweiligen Angebote, versuchen sie zu vergleichen, jedoch haben sie wieder dieses Ding, manche sind 2 Zeilen lang, manche 5 Seiten lang. Somit ist es relativ schwer. So, nochmal kurz der Vergleich. Welche Möglichkeiten gibt es, um die jeweilige Bildung zu finden? Es gibt eigentlich wirklich die zwei Personen oder die zwei Fälle, nämlich jene, die wissen, okay, der Anbieter ist super, zu dem Anbieter gehe ich. Und dann gibt es jene, die wissen, okay, das und das will ich lernen und ich bin ziemlich neutral eigentlich, zu welchem Anbieter ich gehe. Ich schaue einfach aufs jeweilige Angebot. Wenn ich eher die Person A bin, also wirklich den Anbieter weiß und kenne und von dem überzeugt bin, dann kann ich den relativ leicht selbst kontaktieren und mit dem Kontakt aufnehmen und so zur jeweiligen Bildung kommen. Wenn das nicht der Fall ist und ich will es vergleichen, ist es momentan
eigentlich ziemlich schlecht und gibt es nichts. Und da kommen genau wir ins Spiel. Also wir helfen super einfach und vergleichen alle Optionen in wenigen Minuten und wenigen Sekunden. So, kurz zum Thema personalisiertes Lernen, personalisiertes lebenslanges Lernen. Also das Thema lebenslanges Lernen, Digitalisierung, sind so Begriffe, die momentan jeder oder sehr, sehr viele verwenden. Warum ist es dennoch super wichtig, dieses Thema? Es ist insofern wichtig, weil die Individualität eine von den wenigen Stärken ist, die uns eigentlich bleibt durch die Digitalisierung und sonstige Dinge, durch die Technologien. Das heißt, es sollte eigentlich in der Schule beginnen, dass wirklich jeder für sich seine eigenen Stärken stärken kann und individuell lernt. Momentan schaut es so aus, in der Schule werden eher dazu geformt, dass alle bei der Matura sitzen und die Formel XY perfekt runterschreiben können. Also Individualität ist null. Das heißt für uns jetzt als Schlussfolgerung eigentlich, okay, wenn es in der Schule nicht funktioniert, muss es spätestens nach der Schule oder im Job funktionieren, dass jeder individuell seine Stärken stärken kann. Und das Ganze kontinuierlich und langfristig. Dazu ist unser Gedanke oder unser Ziel, einen digitalen Begleiter zu schaffen, der einen, wie gesagt, besser kennt als man sich selbst und der einen die komplette Laufbahn in den jeweiligen verschiedenen Themen begleitet, um so sein Potenzial wirklich abrufen zu können. So, zusammenfassend, wie muss Bildungssuche sein? Sie muss personalisiert sein, also wirklich individuell darauf eingehen. Das heißt, also wirklich die Dinge stärken und die Angebote finden, die interessant werden. Zum Beispiel, einer lernt besser mit Videos, dann wird er Videos konsumieren. Einer lernt besser mit Online-Kursen, dann wird er online konsumieren. Wenn er eher offline lernt und den sozialen Kontakt schätzt, wird er eher die passenden Offline-Kurse finden. Aber ich glaube, die Kombination macht es dabei aus. Es muss super einfach sein, also es muss genauso easy sein, die jeweilige Bildung zu finden, wie auf N26 das Konto anzulegen oder wie auf Amazon das nächste Buch oder auf Netflix das Video abzurufen. Und es muss entertaining sein. Also wir müssen generell von dem wegkommen, dass Bildung super konservativ ist, super fad ist, sondern es geht darum, das Passende zu finden und die Dinge zu lernen, die einen weiterbringen und Spaß machen. Und genau das versuchen wir zu lösen. So, was sind jetzt unsere Ziele im Jahr 2020, also in den noch nächsten 10 Monaten? Also momentan haben wir über 70 Bildungsanbieter in Österreich dabei. Unser Ziel ist es, über 500 in Deutschland und Österreich zu kriegen. Warum Deutschland? Weil es für uns einfach ziemlich wichtig ist, von Beginn wirklich international zu sein, um einfach schneller zu wachsen und die Märkte super schnell kennenzulernen. Dann ist es super wichtig, und eins von unseren Prioritäten, die Plattform so schnell wie möglich zu entwickeln mit allen Funktionen, also wirklich mit dem einheitlichen Vergleich und mit Buchungsfunktion und mit dem personalisierten Hintergrund. Dann ein Team von 6+ Personen aufzubauen, was natürlich in der Wachstumsphase super wichtig ist, dass einfach alles beschleunigt wird und dass die Internationalisierung auch ganz gut abläuft. Und die ersten 100 Buchungen zu erzielen. Also am Beginn durch den eher komplexen Aufbau ist es die Entwicklung natürlich im Vordergrund, aber Ende des Jahres wollen wir die ersten Buchungen erzielen, um wirklich das erste Feedback zu kriegen. So, wo soll es für uns hingehen? Also der Markt ist super spannend und das Spannende dabei ist es, dass es wenige Plattformen gibt, die sich mit dem Thema personalisiertes Lernen und mit der Vergleichbarkeit eigentlich beschäftigen. Und da ist das Potenzial für uns. Also der Bildungsmarkt ist super riesig und die Zielgruppen, also wenn man wirklich sagt, okay, bei uns sind es momentan 3 Personas, jene, die in der Schule sitzen, die Bildung suchen, jene, die auf der Uni sitzen und jene, die im Job sind. Und das ist eigentlich eine ziemlich lange Zeit, wo die Leute Bildung konsumieren. Und genau da liegt das Potenzial. Ob man es schlussendlich schafft, ist natürlich von der eigenen Performance abhängig und von Entscheidungen, die man trifft. Also Startup ist die letzten Monate oder das letzte Jahr war sehr viel Glückssache, wen man trifft, welche Entscheidungen man trifft, wer im Team ist, welche Dinge als erstes bei der Entwicklung kommen, kommen die Dinge an. Also sehr viel Glückssache. Es wird entscheidend sein, ob es funktioniert oder nicht und der Markt und die Trendentwicklung. Also wird es Player geben, die aus Deutschland kommen oder international kommen, aus UK, dann wird es natürlich einfach für uns schwieriger. Aber momentan schaut es ganz gut aus und wir wollen wirklich das nächste große Ding werden.
So, was sind jetzt kurz aufs Persönliche zurück, was sind die größten Herausforderungen als Gründer, als Manager, als Marketingmanager oder generell als Mensch? Also das Thema, warum für mich Bildung das spannendste Thema war, oder generell warum habe ich mich dazu entschieden, ist einerseits, weil man in der Schule wenig Themen hat als Gründer, wo man Lösungen findet, gibt es entweder Social Media oder Bildung. Und Social Media ist ziemlich, Bildung ist spannender. Genau, also was ist wichtig als Gründer, vor allem sich selbst als Person zu entwickeln. Und diese persönliche Entwicklung ist super wichtig, um sein Umfeld wachsen zu lassen und das Unternehmen wachsen zu lassen. Also es gibt der Satz, den man immer wieder von Mentoren oder von Leuten hört oder von Investoren hört, ist jener, okay, die Gründer müssen sich wahnsinnig schnell entwickeln, vor allem wenn sie jung sind, um einfach erstens Vertrauen zu gewinnen, weil es ist super oft nicht gegeben und um einfach das ganze Ding zum Wachsen zu bringen. Und das ist, also bin generell sehr davon überzeugt, dass es super wichtig ist, sich ständig weiterzuentwickeln und da das passende Umfeld zu finden. So, was waren die Learnings von mir aus dem letzten Jahr, aus den letzten Monaten und Wochen? Einerseits softe Entscheidungen, hartes Leben und harte Entscheidungen, softes Leben. Es ist wahnsinnig wichtig, das habe ich echt lernen müssen, wirklich einerseits Nein zu sagen und Dinge, wo man einfach das Gefühl hat, es wird nicht funktionieren oder es gibt eine bessere Alternative, da wirklich schneller einfach Schluss zu machen und einfach die Dinge zu beenden und einen neuen Weg einzuschlagen. Es ist wahnsinnig wichtig. Dann ein Team, ist ein typischer Sportlerspruch eigentlich, ein Team ist wie ein schnelles Auto, das du brauchst, um Weltmeister zu werden. Also man kann als Gründerpersönlichkeit wahnsinnig ambitioniert sein, coole Visionen haben und da Wissen mitbringen, aber man braucht ein Team, um das Ganze möglich zu machen. Und dieses Team zu finden, ist im Startup mitunter die größte Herausforderung, die man eigentlich hat. Und dann mach so viele Fehler wie möglich. Und das Wichtigste dabei ist zu wissen, was man daraus lernt. Also es geht wirklich darum, um nicht zu lange zu überlegen bei manchen Dingen, sondern wirklich einfach zu starten und zu machen und schauen, was daraus wird. Wenn es nichts wird, muss man einfach darüber nachdenken, warum es nichts geworden ist. Und diese Fähigkeit, einfach aus Fehlern super schnell zu lernen, die ist wahnsinnig wichtig. Nicht nur als Gründer, sondern generell. So, warum aber gründen? Wie am Beginn erwähnt, braucht es einfach mehr Gründer bei uns und einfach mehr diesen Unternehmergedanken. Und eins meiner Lieblingszitate dazu ist, Entrepreneurship isn't about creating a business, Entrepreneurship is about creating change. Wenn wir in Österreich darüber reden, über Gründer reden, ist es immer okay, der entwickelt dieses und dieses Business mit dem und dem Businessmodell. Und das ist einerseits der Fehler, weil es geht nicht darum, das coolste Businessmodell zu entwickeln oder unbedingt ein Unternehmen zu gründen, sondern es geht um den Gedanken, etwas zu verändern. Und ich glaube, das ist vor allem bei jungen Gründern spannend zu beobachten. Also uns geht es nicht darum, ein Unternehmen zu gründen, per se das Unternehmen zu gründen, weil wenn wir starten, also in der Schule habe ich keinen Plan gehabt, was eine OG ist, was eine GmbH ist, was eine AG ist oder sonstiges, wie Steuern funktionieren. Sondern da war einfach der Gedanke, die Basis, okay, es gibt das Problem und wir brauchen eine Lösung dazu. Und der einfachste Weg ist, zu gründen. Genau, also da würde ich mir einfach ein Umdenken wünschen und generell dieser Gedanke für die Veränderung und nicht fürs Unternehmertum. So, was ist als Gründer wichtig und was ist generell auch wieder wichtig? Also es ist hauptsächlich der Glaube, der antreibt, Startup zu gründen. Und es ist auch so, dass Startups einfach die Gamechanger unserer Zeit sind und der Zukunft. Also wirklich die Trends oder die Entwicklungen, sei es aus technologischer Sicht oder gesellschaftlicher, die gehen von Startups aus. Sei es jetzt Uber. Uber hat verändert, wie wir von A nach B kommen, wenn wir nicht das eigene Auto benutzen oder den E-Scooter. Das ist auch wieder so ein super technologischer Trend von Startup ausgehend. Genauso Airbnb oder vor allem Google. Also die Veränderung geht von Startups aus. Deswegen ist wichtig, dass es einfach mehr davon gibt. So, was ist jetzt aber entscheidend, wie gesagt, um da ziemlich erfolgreich zu sein und auch happy damit zu sein, ist einerseits der Glaube, etwas zu verändern zu können und an sich selbst. Also es ist oft im Startup, dass super oft Zweifel kommen, das wechselt wirklich teilweise von Stunde zu Stunde und da muss man einfach davon überzeugt sein, das ganze Ding schaffen zu können. Dann die Vision, also wirklich der Plan, wo soll es hingehen, okay, das werden wir verändern und danach wirklich
ohne viel nachzudenken, einfach dieser Vision irgendwie nachzujagen. Und dann harte Arbeit. Also es ist viel, wie gesagt, versuchen, dann gehen Dinge schief und dann war halt oftmals eine Woche dahin oder einen Monat dahin, aber es geht genauso weiter. So, das Zitat zum Schluss. Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way is to succeed is always to try one more time. Also es geht wirklich darum, genau so ein Ding, was ich mir echt in Österreich wünschen würde, ist jenes, dass man scheitern darf und genauso scheitern soll, wenn man daraus wieder einfach stärker rauskommt. Und genau um das geht es auch in unserer Startup-Szene oder generell. Und wenn wir dieses Ding schaffen, glaube ich, werden wir sehr viel weiterbringen. Danke.